Hallo und herzlich willkommen zurück zu Child of Light. Ich wünsche euch mit der Folge viel Spaß. So, wir haben ja am Ende der letzten Folge hier... Ups. Ich habe mich verdrückt, nein! Okay. Hier aufgehört. Und ich habe jetzt mal auch hier meinen PS4-Controller angeschlossen. Ich muss kurz noch die Steuerung etwas auschecken. Okay. So, und was macht der Knopf? Gar nichts. Und der auch nicht. Ich habe mir gedacht, so ein Spiel spielt sich wahrscheinlich um einiges besser, wenn man einen Controller hat. Es freut mich sehr, mein Herr. Das ist nicht schlimmer als jedes Unkraut. Aber zum Glück lebe ich noch. Also ich in mein Haus kam, neben dem blühenden Apfelbaum im Wald hörte ich diesen Laut. Er kam aus dem Garten, ich ging hinaus. Sie rief ihn mir an, nur um mit Mühe kam ich fort. Zaubern konnte ich nicht, stieß mir am dicken Zeh. Oh weh. ja, das war für solch versuchter Mord. Armer Mann, habt ihr kein Zuhause? Seid ihr vielleicht auf Hilfe aus? Kannst du mit dem Schwert umgehen? Bist du nicht so ein Hasenfuß wie mein Enkelsohn? Könnte am Ende eine Belohnung stehen. Interessant. Das heißt für mich... ich kann ja noch ein paar Pünktchen vergeben. Jetzt nehmen wir hier Magieresistenz oder... ich bin eher für das Ausweichen oder die Magieresistenz. Nein, nehmen wir das Ausweichen mal. Dann haben wir für ihn auch noch ein Pünktchen. Seine Mana-Punkte, seine Lebenspunkte oder seine Mana-Punkte. Okay, ja, ich nehme mal die Mana-Points. Und für den alten Zauberer haben wir noch 2 Punkte übrig. Auch Mana Points oder Verteidigung. Oder ich nehme mal die Stärke und die Verteidigung Stufe 2. Und dann sollte ich auch mal... das hört sich verdammt gut an. Monsun alle, okay. Dann müssen wir dann als nächstes hier rumskillen. Okay. Jetzt haben wir hier Blitzschlag alle. Blitzschlag alle Stufe 1, okay. Oh, das hört sich ja mal mega gut an. Das bin ich schon gespannt. So, Inventar, glaube ich, war das. Und Grauen im Garten. Vertreibt am blühenden Bäume. Am blühenden Baum in Mathildes Wald alle dunklen Kreaturen aus Abus Garten mit Gewalt. Okay. Was haben wir hier? Ich will nicht... ich verklicke mich die ganze Zeit mit dem... Weil mir die Belegung nämlich für Xbox angezeigt wird, obwohl ich einen PS4-Controller habe, bin ich etwas verwirrt. Aber... wir sollen jetzt irgendwo die Viecher vertreiben. Ich rede mal mit ihm. Das Kind, der in den Brunnen stieg. Oh ja. Den bösen Zauberer hat's besiegt. Ja. Können wir hier rein? Nee. Ich werde mal hier reingehen. Oh, das sieht nach einer Bar aus. Im alten Kloster herrschen Spuk und Hexerei. Das kalte Jausen bekommen wir, nur der Totengräber traut sich noch zur Brauerei. Aber ich würde kämpfen um das Bier. Okay, und du? Wenn er fliegt hinab in Ebene und Tal, ihr habt mir den Cousin, doch wisset, er ist nicht ganz normal. Interessant. Dann werde ich mal hier rausflitzen. Aber wir sollten jetzt irgendwie seinen Garten da... Die Frage ist nur, wo der Garten ist. Steht da irgendwas dabei? Nein.
Rubella müssen wir auch noch helfen. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Okay, hier sehen wir das Dorf. Beim Altar waren wir schon, das im Kloster wollen wir auch nicht. Ich werde. Ah, ich weiß, wisst ihr was? Ich fliege jetzt einfach mal hier lang und habe ich den schon angelabert? Ja. Oh, hier können wir noch rein. Sieht schon wieder aus wie so ein. Ich verhungere, fräße ja meinen Hut. Schmeckt dir einem Vogel denn gut? Ich kann nicht weg, eine Schaufel, jeb ich nur für einen Apple. Sorry. Aber wir hatten auch schon unter der. Boah, das geht etwas zu schnell, wenn man sich einmal verliest. Naja, dann können wir ja wieder rausgehen hier. Das war jetzt nicht so. Ich weiß, ihr und Finn solltet uns retten, aber echt, mein Mann ist stummer als ein Specht. Hier geht's auch noch rein. Verschlossen. Okay, hier geht's nicht rein. Die dunkle Königin hat uns verflucht. In ihren Jarten schlichen wir bei Nacht. Nur nach Kräutern haben wir gesucht. Uns alle hat sie zu Vögeln gemacht. Ja, ich weiß schon. Okay, hier geht's wirklich nicht weiter. Ich hol mir mal das Zeug hier. Bin ich gerade dumm oder dumm? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Zurück will ich eigentlich. Oder geht's da wieder in den Brunnen oder was? Oh. Ah, ich will doch gar nicht in den Brunnen. Vielleicht. Ah, wen haben wir hier? Verzeiht, das Höchste vom Hohen, habt ihr es gesehen? Nie davon gehört, aber apropos des Mondentempels Mauern auf Erens Klippe stehen. Das soll heißen. Wohin genau führen uns unsere Schritte? Frag mich doch etwas Leichteres, bitte. Wartet. Haben wir etwas vergessen? Ganz genau, nämlich mir. Erst letzten Monat war ich 13. Bist du jetzt ein Mann? Ah, bin jetzt ein Mann, versteht ihr? 13 mit diesem Bart? Wie Kapili altern schneller hier. Aber ich hab's verbockt. Jos Vater warf mir raus. Helft mir mutig zu sein wie ein Stier. Na gut, folge einfach unserem Licht. Nur bitte schnarche nicht. Recht hat sie, darauf bin ich nicht erpicht. Ach, diese Reime, was haben wir hier Schönes? Okay, das, ich sammle das gleich mal ein und. Oh, da haben wir einen Schalter. Was kann der? Ah ja, ungeschliffener Smaragd. Geil. Und, chip. Kann die? Nein, was haben wir hier? Längst zu den Rampart-Ebenen. Okay. Oh. Frage mich gerade nur. Oh. Das hatte ich nicht vor. Okay. Ich werde jetzt mal einfach handeln und verteidigen. Okay, dann überrumpeln. Ich frage mich nämlich gerade eher, wie. Handeln. Und. Schlag, ja, Feuer, Monsun. Was soll ich denn da nehmen? Ich probiere einfach mal das Lauffeuer auf das Vieh. Ah, so leuchtet der. Okay, ich verstehe. Ah, ist noch etwas ungewohnt im Controller, dieses Spiel, muss ich sagen. Oh, der ist einfach down. Geil. Perfekt. Kontert körperlichen Angriff ist nicht so gut. Handeln. Ich probiere. Ah, nicht Schlag. Auch das Lauffeuer. Und hier handeln wir so. Komm schon, komm schon.
Verwundbar durch Feuer. Oh, geil. Hat sogar gleich mal 100 Schaden gemacht. Ah, perfekt getimed. Ungeschliffener Saphir. Okay, danke. Aber vielleicht sollte ich jetzt auch wieder mal mit ihr hier kämpfen. Wo geht's denn da runter? Eine Kiste. Heiltonikum. Okay, danke. Was haben wir hier Schönes? Ist das so ein Luft... Okay, dann mal kurz durch. Hui. So, sollen wir unten oder oben lang? Ah, da ist wieder eine Kiste. Zaubertrank, ja! Haben wir hier oben auch was? Nein. Ah, hier haben wir eine. Längst zu den Rampart-Ebenen. Rechts in das Dorf der Kapilli, das wissen wir schon. Aber. Um zu rasen. Ja, das habe ich schon herausgefunden mittlerweile. Ich frage mich ja gerade eher, was dieser Luftstoß hier zu suchen hat. Piu. Ah, perfekt. Es weht und bläst ein starker Wind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich dein Kind. So viel Gefühl, ach, wüsste ich doch auch. Aurora, wofür man einen Vater braucht. Der Vater bringt mich nachts ins Bett. Hilft mich, wenn ich einen Albtraum hätte. Immer weiß er, was ich brauche. Er ist mein bester Freund und immer nett. Ist ein einziger Vater all das tut? Darin sind Väter richtig gut. Ja, die meisten zumindest. Was haben wir hier? Bekenntnis Nummer 6. Ist das das sechste? Warte mal, 1, 2, 6. Das ist das neue. Mit Auge und Hand ich den Spiegel erfasse. Hier wurde einstmal Zymbels Tochter verbannt. Lemurias Feindin durch meine Hand. Öngus schickte sie durch diese Gasse. Hinein darf allein die Verbrecherklasse. Das ist Gesetz, seit die Spalte entstand. Ein verbotenes Bild außer Rand und Band. Passend für jene da unten die Masse. Diese Seite ist starr, bewegt sich nicht. Die Entdecker suchten dort Zuversicht. Wir sperren uns aus, gute Traditionen wieder ein. Gefrorenes Abbild der Vergangenheit. Fern das Geheimnis, eine Odyssee weit. Ich berühre das Glas, dann falle ich hinein. Okay, schön, schön. Ich gehe mal hier runter. Achso, da bin ich gekommen. Gehe ich hier wieder rauf. Und was haben wir hier? Okay. Da war ich etwas zu... Ah, perfekt. Magieresistenz Sternenstaub. Wow. Mein Deutsch lässt gerade schon wieder nach. Steigert die Magieresistenz permanent um 3. Das nehme ich bei Aurora. Perfekt. Haben wir noch irgendwas? Nein. Okay, passt. Kommen wir hier wieder runter? Ach, nein, wir müssen hier aus dem Raum fliegen. Tschu-tschu. Und pow. Durch hier. Okay, weiter nach oben geht's nicht. Ah, was haben wir hier? Zu den Rampart-Ebenen. Perfekt, da wollten wir ja hin. Ladevorgang. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Aurora wanderte über traurige Auen, hinab in ein staubiges Tal. Hoch und tief suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich, jeder Hoffnung bar, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonne Licht. Geduld, mein Kind, so schnell geht das nicht. Oh, ich finde die Dialoge einfach so geil. Oh, Igniculus, komm geschwind. Tiefer als tief komme ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen suche ich noch immer. Also hier muss man wirklich mal Ubisoft lassen,
das Spiel ist echt... Ich find's eigentlich wirklich gut. Man muss halt auf dieses Kampfsystem zumindest links zu den Windrädern. Rechts in Mathildis Wald. Nein, da will ich nicht mehr zurück. Wie gesagt, man muss halt... Oh, oh. Was ist das da am Wegesrand? Der Zirkus war hier, ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lasse ich meine Stimme erklingen und beginne meine brillante Bühnenzukunft. Du meinst Karriere. Hör, was ich sage. Ja, wie gesagt, man muss halt auf das Kampfsystem, tja, ich sag mal, das muss man irgendwie mögen. Ich kämpfe mal gegen das Viech wieder. Oder auch nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, besonders das Storytelling gefällt mir relativ gut. Und auch, ja, die Musik. Ich bin ja ein richtiger Musikfetischist, könnte man schon sagen. Oh, was haben wir hier? Komm her, Igniculus. Hä? Ah, so kann der auch leuchten, okay. Starkes Heiltonikum. Okay, ist... Was? Hä? Okay. Oh, da ist ein fettes Viech. Ich will aber gegen das kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Komm her! So, erstens mal werde ich Aurora eintauschen gegen ihn hier. Dann handeln wir mal. Schaden erhöhen. Auf mich selbst. Was könnte auf die passen? Vielleicht wieder das Lauffeuer. Ich probiere es einfach mal. Oh ja. Dann def ich mit Aurora mal, wenn ich es fände, so hier. Und dann lasse... Ja, perfekt. Dann lasse ich die Attacke mal durch. Okay. Dann handeln und Sternenlicht auf ihn da hinten. Und das Lauffeuer auf ihn da hervor. Hoffentlich. Okay. Ah, das war leider nicht so effektiv, wie ich gehofft habe. Vielleicht sollte ich dann Rubella mal holen, um uns zu heilen, obwohl... Ja, jetzt wird es dann fast mal Zeit. Sternenlicht, Lichtstrahl. Ich nehme mal den Lichtstrahl. Und hier nehme ich auch wieder das Lauffeuer und sammle mal das Zeug da hinten ein. Ich hoffe mal, dass was wird. Komm schon, komm schon. Ah, er lebt noch immer. Ich werde jetzt einfach mal einen normalen Hieb draufhauen und mit ihm... oh, fuck. Auch nur einen normalen. So, jetzt lassen wir ihn seine Attacke mal ausführen. Und ich sollte mich erstens mal heilen, ja. Und zweitens... den hier machen. Okay. Oh ja, Wünsche sammeln. Ja, ich habe keine Wünsche mehr, leider. Oh, Rubella ist auch aufgestiegen. Dann, Hieb Stufe 2, Hieb alle, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gegenangriff, 10%ige Chance bei einem erlittenen Angriff mit einem Gegenangriff, okay, ja. Ich weiß noch nicht, haben wir da auch sowas wie Lichtstrahl alle? Ja, haben wir auch, aber das ist relativ weit hinten.
Ich gehe mal hier rum, bis ich hier bei Hieb alle angelangt bin. Mit Rubella gehe ich. Kann man. Upsala. Konterheilung. Okay. Gibt's da auch sowas wie. Na, Heilung. Obwohl Heilung Stufe 2 mit 105 Lebenspunkten. Schutz vor Leid. Gibt's da Heilung alle? Dann gehe ich mal hier rum. Dann habe ich als nächstes Heilung mit Stufe 2. Okay, hier haben wir wieder. Ah. So, jetzt aber. Hab mich irgendwie trotzdem getroffen. Ungeschliffener Rubin. Ah, ich sollte vielleicht meine Verbündeten auch ausrüsten. Ich habe hier geschliffener Rubin, ja. Und hier haben wir Widerstand und Smaragd. Was ist, wenn ich plus 2 Mana Points. Ah! Er hier bräuchte die Mana Points. Obwohl, da wäre es fast besser, wenn ich einen großen mache. Geschliffener Smaragd, perfekt. Dann gehen wir hier hin und rüsten ihm den aus. Dann hat er nämlich 4 Mana Points mehr. Sollen wir ihm auch noch Feuerwiderstand geben und Hieb mit Wasser? Dann hätten wir ein bisschen eine ausgewogenere, sag ich mal, Dings hier, Dingen. Oh. Okay, erhöht das Tempo um 1. Was würde es hier ausmachen? Beschleunigt die Vorbereitung. Nein, ich nehme mal das mit dem Tempo, hört sich echt nicht schlecht an, weil das bräuchte er ja als Magier. Und wenn ich Feuerwiderstand hier rein, also erstelle, dann hätten wir, perfekt. Und Rubella gewährt eine 5%ige Chance im Angriff während des Vorbereiten. Das hört sich nicht schlecht an und das 10%, okay. Das wäre für Rubella wahrscheinlich nicht mal so schlecht. Was wäre bei ihr auf Wasserwiderstand und Wasserschaden? Ich nehme halt jetzt das hier und das lasse ich dann mal so. So, hui, komm mit, Igniculus. Geht's hier noch rauf? Okay, ja, schon, aber ich bleibe mal eher jetzt im unteren Bereich. Ah, ist noch eine Kiste. Enlul-Elixier. Starkes Heiltonikum. Glühwürm. Finn in Not. Aufgabe erfüllt. Ich habe doch irgendwo sowas. Enlul-Elixier. Verringert das Tempo. Ah, okay. Okay, okay. Ich gehe mal jetzt hier weiter. Okay, schon wieder ein Vieh. Ich nehme mal hier jetzt das. Beschleunigungselixier, okay. Soll ich kämpfen? Gleich, ich werde noch hier das Zeug hier mir einverleiben. Wo bist du denn, Kreatur? Hallo. Okay, handeln. Ich nehme mal jetzt wieder. Fuck. Wenn ich jetzt zurückgehe und den Trank nehme. Heiltonikum stark. Zaubertrank stellt 75% Mana Points wieder her. Das brauchen wir jetzt. Dann nehme ich Handeln mit Hieb auf ihn hier. Das sieht mir auch aus, als wäre er. Oh ja, verwundbar durch Feuer. Das habe ich gemeint. Dann hier Lauffeuer. Und Pow! Oh ja. Dann hier nochmal einen Hieb drauf mit Feuer. Okay, er ist leider noch nicht down.
Ich gehe mal hier rüber. Schlaglauffeuer nochmal. Okay, er hat Gott sei Dank die Aurora getroffen. Ah, Wünsche sammeln. So, das Viech ist endlich down. Gegen was könnte der allergisch sein? Oder was heißt allergisch? Ich meine, verwundbar. Okay, anscheinend. Ich hole mir mal kurz die Sachen hier. Dann auch Feuer, Monsun, Blitzschlag. Ich nehme mal auch das Feuer. Oh, leider nicht. Vielleicht Lichtstrahl. Oh, ja, perfekt getimed. Nein, leider auch nicht. Dann nehme ich einfach jetzt den normalen Schlag, um meine Mana Points etwas zu sparen. Weil die machen genauso viel Schaden, wie es aussieht. Perfekt. Jetzt ist er wieder unterbrochen. Und tot, ja! Smaragd, danke. Und wir sollten jetzt hier rüber. Will ich hier rein, oder? Ah, was haben wir hier noch? Das nehmen wir natürlich mit. Tschuck, 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 tschuck. Ah, perfekt. Starkes Heiltonikum, danke. Und dann müssen wir eh hier durch. Das sieht mir so aus, als könnte ich da Schaden bekommen. Deswegen ganz langsam. Oh ja. Hallo? Ah, ich muss da oben hinaus. Au! Das wollte ich eigentlich gerade verhindern. Aber jetzt sollte die Tür aufgehen. Ja, perfekt. Komm schon, perfekt. Wer ist das? Täuscht mich mein Auge? Igniculus, ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das denn sein? Du lagst im Bett. Arschfahl wie ein Brett, es war zum Verdrießen. Es ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lange bist du schon hier? Wie geht es Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bette liegt. Einen Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmte herrlichen Duft, dann das Grauen. Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in einen Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir fürwahr. Jedes Hindernis heute und immer da. Nora hat sich der Gruppe angeschlossen. Das freut mich, dass Nora jetzt dabei ist. Das werden wir mal nachschauen, was die so kann. Ob die, also in welche Kategorie die fällt, weil Aurora ist ja irgendwie mehr der Damage-Dealer, der Magier auch und Rubella eher mehr der Heiler. Okay, warte mal kurz. Zeit verzaubern. Bei 20% auf der Zeitleiste beginnen. Die ist eine passive Fähigkeit. Das hört sich nice an. Was kann die generell versteinern? Einlullen. Ah, das ist mehr so unaufhaltsam. Schützt einen Anvisierten. Ah, das ist also mehr so ein Supporter. Interessant. Dann gehe ich mal hier rum. Dann habe ich mal das eingesagt. Beschleunigen. Ah, perfekt. Erhöht das Tempo eines anvisierten Verbündeten 4 Runden lang um 60%. Wow. Ich habe noch 7 Mana Points. Will ich vielleicht hier noch einlullen? Unaufhaltsam schützt einen anvisierten Verbündeten 4 Runden lang vor Unterbrechung. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Dann nehme ich das mit. Dann habe ich noch 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Das würde auch funktionieren. Jetzt haben wir beschleunigen. Alle beschleunigen normal. Hier haben wir 50% und hier 60%. Da würde aber das besser sein, finde ich. Dann haben wir, das ist mir egal. Und hier Zeit verzaubern. Perfekt. So, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und in der nächsten Runde sehen wir dann, wie es weitergeht und wo wir hinkommen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.